Was passiert denn, wenn der Flüsterstein nicht nach Corona gebracht wird? Der Flüsterstein ist ein mächtiges Objekt. Das sagtest du bereits. Solange der Stein nicht an seinem Platz im königlichen Palast ist, ist das Gleichgewicht der Welt außer Kraft. Diese Welt wird zugrunde gehen. Wie in meinem Traum. Der Clown hat vom Ende der Welt geträumt? Yep. Dann war es kein Traum, sondern eine Vision. Das versuche ich dir doch schon die ganze Zeit zu sagen. Nur sehr wenige Menschen können das Ende im Traum sehen. Ich muss mehr darüber wissen. Ich spüre, dass sich in diesem Traum eine mächtige Prophezeiung verbirgt. Dann wirst du mir also sagen, was er zu bedeuten hat, ja? Ja, aber es wird ihm nicht gefallen. Ist das schon Teil der Prophezeiung? Mit übernatürlichen Kräften herumzuspielen ist keine Zirkusnummer. Er wird Dinge hören, die nie für menschliche Ohren bestimmt waren. Ich höre jede Nacht Bens Schnarchen. Mich kann nichts mehr schocken. Der Clown glaubt, ihn könne nichts mehr erschüttern. Er ist ein Narr. Was hat mich verraten? Die Bommeln? Er nimmt es nicht ernst. Es könnte ein Fehler sein, ihm sein Schicksal zu offenbaren. Nein, nein, ich bin ja schon ganz ruhig. Es tut mir leid. Ich bin nur aufgeregt. Bitte rede weiter. Also gut. Er soll mir seinen Traum in allen Einzelheiten berichten. Naja, da ist erst einmal diese Felsenlandschaft. Alles ist zerstört. Ich laufe so schnell ich kann, denn die Felsen geben unter meinen Füßen nach. Da bemerke ich plötzlich ein blaues Licht und... Hallo? Shana? Shana? Du wirkst plötzlich etwas... Ich weiß auch nicht... verkrampft. Das ist nicht übel. Irgendwie schräg, aber... Okay, genug davon. Das wird jetzt schon ein wenig unheimlich. Shana, wäre es vielleicht möglich, dass... Safik! Diese Welt ist im Untergange begriffen. Wie die Welt aus deinem Traum wird auch sie verfallen. Du, Sadwick, hast das Schicksal dieser Welt in deinen Händen. Okay. Und du wirst derjenige sein, der diese Welt zugrunde richtet. Was? Es ist dein Schicksal, diese Welt zu zerstören. Was? Nein, nein, stopp! Shana, nein! Du musst dich irren. Hey, du warst noch nicht fertig. Ich soll die Welt doch bestimmt retten. Oder wie? Das war eine mächtige Vision. Was habe ich erzählt, als ich in Trance war? Ja, das sollten wir noch mal besprechen. Vielleicht später? Der Clown muss mir erzählen, was ich ihm prophezeit habe. Ja, ist ja schon gut. Irgendwann muss es wohl raus. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt, Ja? Du hast mir gesagt, oh, ist das schwer. Es kommt mir einfach nicht über die Lippen. Sag's doch einfach. Wir wollen ehrlich sein. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt... Was hat der Clown? Was will er mir sagen? Oh Gott, wir lügen sie an. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt retten. Ach, ja? Ja, die Welt retten. Das waren deine Worte. Aber ich weiß nicht so genau, wie ich das anstellen soll. Nun, er ist im Besitz des Flüstersteins? Ja, irgendwie schon. Dann ist die Aufgabe klar. Der Flüsterstein muss nach Corona gebracht werden. Zum Schloss des Königs. Okay. Und dann wird die Welt gerettet und nicht zerstört, richtig? Ja. Wie in der Prophezeiung. Das war, glaube ich, der Punkt. Nicht durch sein Verhalten hat er jetzt das Ende der Welt sozusagen eingeleitet. Hätte er gesagt, was sie wirklich prophezeit hätte, hätte sie wahrscheinlich abwenden können, indem sie gesagt hätte, macht dies und das nicht. Aber also, indem er gelogen hat, hat er wahrscheinlich gerade das Ende der Welt besiegelt. Na gut. Was soll ich nochmal tun? Der Clown muss den Flüsterstein nach Corona bringen. Und auf diese Weise rette ich die Welt vor dem Untergang? Ja! Wie es prophezeit wurde. Genau. Wie komme ich denn nach Corona? Das ist doch garantiert ewig weit weg. Und ich weiß nicht einmal, in welche Richtung ich muss. Ja, der Clown wird Hilfe brauchen. Er darf keine Zeit verlieren. Die einzige Möglichkeit ist, Kalida zu finden. Kalida wird ihn nach Corona bringen. Kalida? Wer ist das? Noch ein Orakel? Ich hoffe, sie ist nicht genauso schwer zu finden. Kalida wohnt in der Mitte des Sees.
Auf der Insel? Wie soll ich denn da hinkommen? Es ist niemals einfach, sein Schicksal zu erfüllen. Ja. Hast du dich schon mal geirrt? Noch nie. Die Prophezeiungen bewahrheiten sich immer. Aber nicht immer so, wie man es sich vorgestellt hat. Es gibt also einen gewissen Interpretationsspielraum? Worauf will der Clown hinaus? Ach, nichts. Nichts. Kannst du nicht den Stein nach Corona bringen? Ich meine, das ist ja wohl kaum eine Aufgabe für einen Clown, oder? Die Verantwortung ist groß, aber die Prophezeiung irrt nicht. Was habe ich bloß angerichtet? Alles geschieht nach einem Plan. Sorgen sind unnötig. Am Ende wird der Clown die Welt retten, wie es ihm prophezeit wurde. Ja, das macht Mut. Am Ende werden die Welt zerstören, wie es prophezeit wurde. Super! Weltzerstörung ist das, so eine feine Sache. Wie kommen wir eigentlich auf die Insel? Wo finde ich Kalida noch gleich? Kalida wohnt in der Mitte des Sees. Ach ja. Ja. Wie komme ich zur Insel? Ich kann dem Clown auf seinem Weg nicht helfen. Aber er ist der Junge aus der Prophezeiung. Er wird ein Licht finden, das ihn leitet. Ein Licht? Was für ein Licht denn? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Mhm. Wo ist denn der Wald am tiefsten? Na gut. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Jetzt liegt alles in den Händen des Clowns. Er ist unsere letzte Hoffnung. Wow. Ja, mach die auf. Gut, wir gehen jetzt. Ciao, Süße. Puh, die Welt retten. Ein Licht. Oh, was ist denn das? Nanu, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Kreatur? Wo kommt sie her? Und womit spielt sie da? Schattenwolch. Ein seltsamer kleiner Kerl. Er hält dieses rote Noai-Ei fest umklammert. Er scheint ganz versessen drauf zu sein. Na dann. Ich gebe ihm den Ball dafür. Willst du tauschen? Ja. Ja? Gegen diesen tollen roten Ball hier? Na, wenn das so ist, dann fang! Hä? Ey! Du hast den kleinen süßen Kerl umgebracht, der war doch süß! Tschack! Das war ein kleiner Fehler. Naja. Gut, jetzt haben wir ein Ei, um so eine Feuerfliege zu fangen. Ich würde sagen, ich beende erstmal die... Da waren wir schon wieder weg. Da sind wir wieder da. Gehen wir einen Schritt vor. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, wir beenden die Aufnahme erstmal wieder für heute. Und ich würde sagen, es geht dann in der nächsten Aufnahme weiter. Wenn wir dann mit dem Ei so eine komische Feuerfliege fangen, mit der wir dann wahrscheinlich das Spinnennetz anzünden können, denke ich mal, weiß ich nicht, werden wir sehen. Also dann, wie wir das dann alles lösen und warum wir hier rumplinkern und wann das weggeht, das sehen wir dann alles in der nächsten Aufnahme. Ciao, bis dann. Willkommen zurück bei The Whispered World. Wir haben letztens diesem kleinen süßen Ding das Ei weggenommen. Mit dem Ball. Und er ist leider die Klippe runtergehüpft. Aber naja, so spielt das Leben nochmal. Normal. Gut, ich dachte gerade, wo Spot hin, aber er saß bloß in den Stein fest. Und das ist so ein komisches Dingsbums-Ei für die Dingsbums-Falle. Da gehen wir gleich mal hin. Standen also gleich ohne Überlegungsschwierigkeiten rein. Können wir uns jetzt mal angucken, ist es denn... Da ist es... Noahi-Ei, genau. Ein Noahi-Ei. Solche benutzt Opa als Köder für die Feuerdrachenfallen. Genau. Und wir fangen uns jetzt einen Feuerdrachen, würde ich sagen. Yeah! Ich mag keine Feuerdrachen, aber noch weniger mag ich es, Bruno im Dunkeln vor die Wohnwagen zu spannen. Die Feuerdrachen sind sicher auch nicht gerne eingesperrt. Es ist eine typische Lose-Lose-Situation. Oh, eine Lose-Lose-Situation, die kennen natürlich alle von uns. Seid weg nicht! Wie oft habe ich dir gesagt, dass man Feuerdrachen nicht mit der Hand fängt? Wie oft habe ich dir gesagt, dass man Feuerdrachen nicht mit der Hand fängt? Oft.
Bist du denn lebensmüde? Wie kommst du denn darauf? Schatulle? Sedwick, wie oft habe ich dir gesagt, dass man die Feuerdrachen nicht reizt? Manchmal glaube ich, du machst das nur, um mich zu ärgern. Ach was, wirklich? Ja klar, wir wollen dich nur reizen. Die Bomben brauchen wir noch, das Messer brauchen wir noch. Schaufel, Kescher. Kann ich einfach die ganze Falle mitnehmen? Spot mag die doch. Lass es dir schmecken, Spot. Hey, das funktioniert. Sedwick, nein! Warum nicht? Er mag die. Schusch! Jetzt sieh nur, was du angerichtet hast. Also Spot scheint es zu gefallen. Ihm haben auch seine Blasensteine gefallen. Er weiß einfach nicht, was gut für ihn ist. Sonst würde er dir wohl kaum überall hin nachlaufen. Das ist wohl wahr. Der arme kleine Spot brennt. Und ich habe auch schon eine Verwendung für den kleinen brennenden Spot. Ich dachte, er isst jetzt einen und kann den wieder ausspucken. Aber naja, das ist auch eine Art. Zwar dieses blöde Netz, das war alles stabil, zu stabil ist. Kein Messer, keine Schaufel, nichts konnte es zerstören. Komm, wir machen mal ein bisschen schneller. Aber ich bin mir sicher, dass unser kleiner, süßer Spot... Nein, laufen wir hier vor. Kleiner, süßer Spot. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Cool. So gefällt er mir am besten gut momentan. Gemacht, Moment, mein Hals. Ach, Mann. Der blöde Hals. Denkt mal, man kann hier ein bisschen moderieren. Immer den Pilz kannst du mitnehmen. Bin ich hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Oh. Das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Ich glaube, sagt aber jeden Pilz. Okay. Okay. Augen. Was für mysteriöse Augen. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Ja. Das ist keine clevere Idee. Hallo? Ist da jemand? Wir benutzen einfach Spot mit den Augen. Komm mal ein bisschen näher, Spot. Ich kann kaum was erkennen. Kannst du nicht heller leuchten? Nutzloses Ding. Boah, ist doch nicht so gemein zu Spot. Komm, wir erschrecken die Augen. Ich möchte gar nicht wissen, zu was für einem Monster diese Augen gehören. Doch, die Bomben verschwinden. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen Ich gehe keinen Schritt... Okay, keinen Schritt weiter, solange diese Augen anstarren. Kompasskarte brauchen wir nicht, das nicht. Was soll der Kescher nutzen? Stich die Augen aus. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Oh, toll. Brauchen wir noch irgendwas? Wir können wirklich keinen der Pilze mitnehmen. Nicht mal den da oben. Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Schade, schade. Ich bin nicht hier oben. Ja, schon verstanden. Ich weiß jetzt leider nicht mehr alle Hinweise vom letzten Mal. Den Kugelspot vielleicht? Na, mal sehen. Wie, mal sehen? Das soll funktionieren? Warum? Wieso? Weshalb? Die Augen waren ja schon gruselig. Aber das hier? Ein Laternenfisch. Ein Schädel. Wir gucken uns erst den Fisch an. Wow. Die Augen waren ja schon gruselig. Aber das hier? Erstaunlich. Lampe. Was ist das nur? Eine Art Laterne?
Seilschädel. Was er hier unten wohl gemacht hat? Die Augen verfolgen uns weiter. Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Oh, warum nicht? Dann nehmen wir das Seil halt mit. Können wir die Laterne mitnehmen? Ich glaube nicht, der Fisch wäre... Es scheint fest an der Wand verankert zu sein. Ja, nicht mehr lange. Ich sollte nicht gleich alles zerstören, nur weil ich es nicht verstehe. Wenn es so wäre, hätte ich viel zu tun. Och.